So, hallo ihr Lieben, grüßt euch. Hier ist wieder Hans-Peter. Heute habe ich zwei sehr spannende Gäste, die ich noch nie hatte, und zwar Guillaume und Freddy. Und darauf freue ich mich jetzt sehr. Und wir haben heute das Thema der uns bevorstehende kosmische Bewusstseinsaufstieg und der Weg dorthin. Wie kann er aussehen? Wie sollte er gestaltet sein? Und worauf wir achten? Und was kommt auf uns zu? Und ich freue mich jetzt zusammen auf unser Gespräch und wünsche euch viel Spaß. Guten Abend und vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier heute Abend über sehr wichtige Themen zu sprechen, Themen, die für uns alle sehr wichtig sind, relevant sind. Und es geht in unserem Fall darum, nicht nur über ein Thema zu reden, das ist uns interessiert, sondern sehr wichtige Einsichten und Erkenntnisse zu vermitteln, die mit dem kommenden Aufstieg der Menschheit und der Schöpfung zu tun haben. Also deswegen, Hans-Peter, sind wir sehr dankbar, dass wir eine Plattform haben, sodass wir viele Menschen erreichen können, weil dieses Wissen sollte weitergegeben werden. Das Problem ist heute, wenn man die spirituelle Szene anschaut, es herrscht zurzeit sehr viel Verwirrung bei Menschen, die spirituell ausgerichtet sind. Wir haben verschiedenste Szenarien, die dargestellt werden. Zum Beispiel, viele Menschen reden von einem goldenen Zeitalter und sagen, dass ein goldenes Zeitalter auf uns zukommt. Andere da wiederum reden von einem Aufstieg. Sehr viele verstehen nicht genau, was man damit meint. Aber trotzdem, das Problem ist, dass die zwei Szenarien grundlegend verschieden sind. Also ein goldenes Zeitalter ist zeitlich bedingt, ist nur vorübergehend. Das heißt, man hat ein goldenes Zeitalter, dann kommt ein silbernes Zeitalter, bronze Zeitalter und wieder eisernes Zeitalter. Das heißt, man ist trotzdem gefangen und irgendwann werden wir wieder in einem eisernen Zeitalter sein. Und dieser Zyklus hört nie auf. Das ist das eine Szenario. Was wir erkennen, ist, dass das einfach nicht mehr stimmig ist. Was auf uns zukommt, ist ein Aufstieg. Und dieser Aufstieg in höheren Dimensionen ist etwas, das dauerhaft ist. Es wird nicht zeitlich bedingt sein, wird nicht vorübergehend sein, es wird wirklich dauerhaft sein. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir da als allererste für Klarheit sorgen und dass wir wissen, was auf uns zukommt, ist ein Aufstieg und nicht ein goldenes Zeitalter. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Bleiben wir noch mal ganz kurz beim ersten Punkt, Ja. dann können wir zum zweiten gehen. Das ist sehr, sehr spannend. Also erstens, ein Szenario haben wir, glaube ich, würde mir noch dazu einfallen, ein weiteres, das gerne erzählt wird, das ist dieses Apokalypsen-Szenario. Ich glaube, ihr habt es nicht erwähnt, weil ich es genauso ausschließe wie ihr. Ich gehe sogar davon aus, so hat es Fomenko mal formuliert, dass die Johannes-Apokalypse scheinbar vermutlich eine mittelalterliche Fälschung darstellt, die sogar in Deutschland gefertigt wurde, damit die Menschen weiter in der Angst gehalten werden. Damit wir eine Angstvorstellung erhalten und auch denken, das, was kommt, wird in das Negative führen. Diese Zyklen habt ihr erwähnt. Man muss dazu sagen, es gibt unendlich viele Berichte über diese Zyklen, ob bei den Mayas, bei den Azteken, bei den Indern, bei den Europäern. Und so weiter und so fort. Sie waren bisher richtig. Sie waren bisher korrekt, weil die Welt hat bisher nun mal so funktioniert. Über dieses sogenannte platonisches Erdenjahr von 25.920 Jahren, in der die Präzision genannt, die Erde diese 12 Tierkreiszeichen durchläuft und damit höhere Bewusstseins- und niedere Bewusstseinsstufen sich praktisch abwechseln. Und was ihr ja sagt, und da gehen wir beide und viele Menschen in Konform, ist zu sagen, das, was jetzt kommt, ist ein wirklich, man kann es sagen, biblisches Ereignis, aber nicht in Form von einer Apokalypse, sondern wirklich einem Aufstieg in der Form, dass es die Zyklen nicht mehr geben wird. Dass Ja. wir in einen Zustand kommen, in dem wir von 3 auf 5D gehen und dort auch dauerhaft bleiben. Das war das Erste, ne? Und der zweite Genau, Punkt. das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also, was du da
Gut, dass du das erwähnst, weil das ist genau, was wir immer wieder selber erkennen. Wir sehen, dass sehr viele Menschen, auch spirituelle Lehrer, die heute weltweit tätig sind, sie sind dabei, in die Vergangenheit zu schauen und holen ihr Wissen von alten Traditionen, buddhistische Tradition, christliche Tradition und so weiter. Und diese, oder vedische Tradition, und diese alten Gesetzmäßigkeiten, und das ist, was wir gesehen haben. Und jetzt, ich möchte betonen, dass, wenn wir sagen, dass wir etwas gesehen haben, was wir meinen, ist, dass es nicht ein Konzept ist von uns oder eine Vermutung, sondern wir haben tatsächlich gesehen, dass diese alten Gesetzmäßigkeiten nicht mehr gültig sind. Mit dem Aufstieg werden diese alten Gesetzmäßigkeiten grundsätzlich aufgelöst. Das heißt also, die alten Wahrheiten, die alte Lehre, die alten Gesetze, die alten Einschränkungen, Begrenzungen, das alles ist nicht mehr gültig. Und das ist der springende Punkt. Deswegen ist der Ausstieg etwas völlig Neues. Und deswegen gibt es da keine Blaupause. Niemand kann uns sagen, wie das dann aussehen wird, bis man das selber Schritt für Schritt erlebt. Also deswegen ist es so, dass die einzige innere Führung in diesem Fall ist, dass wir nach innen gehen und dass wir in Kontakt sind mit unserem göttlichen Selbst und dass wir das offenbart bekommen. Ja, es muss eine Art von innere Offenbarung sein. Alles, was von außen kommt, ist heute also nicht mehr gültig. Und das ist natürlich für sehr viele Menschen sehr herausfordernd, weil sie sehen sich als Christ oder Buddhist oder was es sein mag und wollen die alten Schemen. Sie halten sich fest an alten, ja, zum Beispiel vedische Priester sind von vedischer Astrologie überzeugt und glauben, dass die Astrologie eine sehr wichtige Rolle spielt. Wir haben gesehen, wie die Sternenkonstellationen, die da waren bei der Geburt, sich auflösen, dass sie nicht mehr gültig sind, dass Es gibt man von diesen Fähigkeiten tatsächlich wegkommt. Überlieferungen darüber in der Zukunft. Also ich erinnere mich, gelesen zu haben und auch mal vor 10.000 von Jahren geschrieben zu haben, wie in den Smaragdtafeln, in dem Tabula Smaragda von Thoth verankert ist, dass er von zwei Himmeln spricht. Und bei dem unteren, den wir sehen, spricht er vom Himmel der Täuschung. Wir haben Texte gesehen in den apokryphen Evangelien, die ich gelesen habe. Da spricht selbst Jeschua, also Jesus, von dem Himmel über dem Himmel. Und wenn wir uns dieses neue Buch Sonnenkind, oder was heißt das Neue, das ist schon älter, von Giuliana Conforto lesen, das Sonnenkind, spricht sie auch davon, dass wenn, so könnten wir es vielleicht für die Menschen, die nicht unbedingt alles spirituell erklärt haben wollen, vielleicht auch auf einer leicht wissenschaftlichen Basis, wenn das Erdmagnetfeld, dieses Mäntelchen des Teufels, nennt man es auch bei den Quantenphysikern, weil es so ausschaut, wenn man das von der Erde wegnimmt, die ja angeblich die kosmische Strahlung von uns in positiver Weise weghält, weil sonst würde hier ja das Chaos ausbrechen, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn dieses Erdmagnetfeld vollständig zusammenbricht, dann werden wir die Wahrheit und den wahren Himmel sehen können, weil auch dann 100% der kosmischen Energie durch uns fließen kann. Und gerade wir hier in Südamerika haben einen Spot. Wir haben einen energetischen Spot, bei dem dieses Erdmagnetfeld mit am geringsten auf dem Globus oder auf der Erde, drücken wir das mal so aus, wie das Modell auch immer aussieht, stattfindet, wo so eine Einkerbung ist auf der Erde. Und das spüren wir, dass hier ein schnellerer Bewusstseinsaufstieg eines Einzelnen stattfinden kann. Dass Leute, die hier zu Besuch kommen, für 4 Wochen auf einmal spirituelle Erlebnisse haben, die sie 50 Jahre in Deutschland nicht hatten. So dass man merkt, dass selbst der für sich unspirituellste Mensch gezwungen wird, sich spirituellen Faktoren zu stellen. Und das so auf wissenschaftlicher Basis. Ich glaube, dass es da, wie gesagt, schon was dran ist, dass man sagt, das ist so der Himmel über dem Himmel, ne? Ja, es ist so, ich bin nicht ein Freund von, ich rede nicht von irgendwas, wenn ich dasselbe nicht erlebt habe oder gesehen habe. Und weil ich habe viele Bücher gelesen über die Jahre und was ich gesehen habe, ist, dass meine ganzen Konzepte lagen immer falsch.
Das heißt, jedes Mal, als ich dachte, etwas verstanden zu haben, als ich die spirituelle Erfahrung hatte, hat die spirituelle Erfahrung das, was ich dachte zu wissen, widerlegt. Es war immer jedes Mal anders. Und deswegen habe ich gelernt, okay, ich spekuliere nicht, ich versuche nicht über Sachen zu reden, die ich irgendwo, die also von meinem Verstand zusammengereimt werden, weil was das Einzige, was wirklich zählt in unserem Fall, ist, dass wir, also wir wissen, dass wir sehr viel nicht wissen, dass wir sehr viel nicht sehen können. Aber was wir sehen können, ist, dass dieser Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, das seit Äonen tobt in der Schöpfung. Und dieser Kampf war notwendig für die Entstehung der Polarität und Dualität, wie wir das kennen. Was geschehen ist, und das war komisch, ist, dass weder die Kräfte des Lichtes noch die Kräfte der Dunkelheit konnten siegen. Und irgendwann haben wir eine Erfahrung gehabt, in Auroville, in dem Matrimandir, in diesem runden Tempel. Da ist Lucifer vor uns erschienen und hat dann gesagt, ein bisschen ungeduldig, hat gesagt: Versteht ihr nicht, je größer das Licht, je größer die Dunkelheit? Als ob sie sagen, versteht er nicht, es gibt immer ein Gleichgewicht. Und Ja. so ist es jetzt immer gewesen. Und das war auch gewollt so. Und mit dem Aufstieg, was wir jetzt sehen durften in den letzten Wochen, seit unserem letzten Gespräch, das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, haben wir sehen dürfen, was jetzt geschehen wird. Und wir haben gesehen, dass wir arbeiten mit den 21 Chakren. Und diese Chakren sind wichtig, weil die Dimensionstore sind. Und als wir ganz unten waren bei einem bestimmten Chakra, das sogenannte Perlenchakra, ein von den kollektiven Chakren, da wo die ganzen Asuras sind, die sehr mächtigen dunklen Wesen sind, da haben wir eine pechschwarze, dunkle Energieplatte gesehen und haben gesehen, dass diese Energieplatte das Eindringen des Lichtes verhindert hat. Das Licht konnte nicht durch. Und was wir gesehen haben, ist auch, dass die dunklen Mächte gefangen waren in ihre Dunkelheit. Und Dunkelheit ist immer Unwissenheit. Das heißt, sie erkennen die Wahrheit nicht, sie erkennen nicht, wer und was sie sind. Und diese Asuras, weil sie in der Dunkelheit gefangen waren, haben natürlich immer wieder gegen die Kräfte des Lichtes gekämpft, aber waren trotzdem selber irgendwie Opfer, Also weil sie. man könnte sagen, es ist eine Art Stockholm-Syndrom, was sie haben. Sie wissen, sie kennen nur die Welt, in der sie sind. Sie meinen, sie kennen nur die Welt, in der sie sind, das Dunkle, und sehen in dem Fall, obwohl es eine Erlösung wäre, das Licht als Bedrohung an. Das ist wie so Genau. ein Opfer, das sich mit ihrem Täter identifiziert nachher und sogar noch ihn unterstützt letztlich, ja? Genau, und dann, was wir gesehen haben, ist, dass ein neues Bewusstsein dabei ist zu entstehen. Wir nennen dieses Bewusstsein das Omega-Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein hat ganz besondere Eigenschaften. Und eine Eigenschaft ist eine sehr, sehr hochschwingende Form von allumfassende, bedingungslose Liebe. Und diese Liebe ist so zart, ist so exquisit, ist so, sie ist unwiderstehlich. Und diese Liebe hat diese schwarze Platte aufgelöst und es führte dann zu einer Befreiung, einer Erlösung von den Asuras. Es war nicht also, dass die Kräfte des Lichtes die Kräfte der Dunkelheit besiegt haben, sondern was geschehen ist, ist, dass die dunklen Kräfte erlöst wurden und die Wahrheit erkennen durften. Und indem sie die Wahrheit erkennen durften, wurden sie dann frei. Verstehst du, wie schön das ist? Und das Interessante ist, dass Teilnehmer von unserem Workshop, das geschah während ein von unseren Workshops vor ein paar Wochen, die haben gesehen, wie die Asuras, wie diese dunklen Kräfte vor Freude die ganze Nacht getanzt haben. Sie haben in ihrem Zimmer gesagt, also eine Frau hat gesagt, diese Wesenheiten haben die ganze Nacht in meinem Zimmer getanzt, vor Freude getanzt, weil sie befreit wurden. Nun, das ist ein ganz anderes Szenario als die Bilder, die wir kennen von dem Kampf zwischen Licht und Dunkelheit. Du kennst Aber die Bilder das von. entspricht so diesem babylonischen Konzept, was du gerade sagst, diesem babylonischen Konzept, wo ich viel Schriften gelesen habe, als Gottin Ishtar
und Marduk verkündet haben, dass im Prinzip alles einer Urquelle zwar entspringt, einiges durch die Dunkelheit wandelt, aber am Ende immer wieder ins Licht zurückgeführt werden möchte. Es muss es nur erkennen. Und das beinhaltet aber auch die Botschaft, dass wenn man Dunkelheit in sich trägt oder vielleicht in einigen Inkarnationen auch mal die andere Seite als Erfahrung bedient hat, göttliche Gnade jedem zuteil werden kann durch Transformation, durch Licht. Und man ist einfach nur eines, man muss nur eines tun, und das ist das Einfachste, weil die Leute sagen, es ist so schwer. Man muss es annehmen. Genau. Leute wehren sich gegen das Licht. Annehmen. Ja. Aber es kann niemand annehmen, der Gott oder die Schöpfung oder den Äther, das Nullpunktfeld, nenne es, wie du es möchtest, nicht bereit ist, Durchsicht fließen zu lassen. Weil die Wahrheit sich derzeit der Masse der Menschen noch durch Ungläubigkeit entzieht. Und das ist, glaube ich, der Prozess, den wir lernen dürfen. Ich habe sogar eine sehr entspannte Information gerade gestern wieder bekommen von einem sehr mir sehr, sehr nahestehenden Person, einer Frau, die auch einen göttlichen Auftrag in ihrer Inkarnation mit sich trägt, nämlich den Frauen wieder zu helfen, in ihre Weiblichkeit zu gelangen. Und die Information und die Botschaft war tatsächlich aus der geistigen Welt nach der Verbindung, es reicht schon aus, wenn diese Person in einer Gruppe anderer Frauen steht, die Energie, die sie erzeugt, um die Weiblichkeit anderer Frauen zu aktivieren, wird ausgesendet und gestrahlt in alle Ecken. Ob aber die Personen, die in dem Raum mit ihr sind, sie annehmen oder ablehnen, das ist eine andere Sache. Aber sie haben eine Chance in diesem Moment. Sie bekommen eine Gelegenheit. Und ich glaube, dass viele solcher Inkarnationen von sehr vielen Menschen momentan bewusst von der lichten Seite installiert sind mit diesen Aufträgen, um das in die Menschen hineinzubringen. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne und eine sehr spannende Vorstellung, dass es einfach gewisse Kräfte hier gibt, die sehen wie Nachbarsjunge aus oder wie dein Nachbar. Ein Erleuchteter sieht nicht immer aus, wie jemand, der auf 6000 Meter sitzt, bei minus 10 Grad meditiert und um den ganzen Tag ruft, sondern der Erleuchtete kann auch neben dir auf einmal sitzen oder dein Nachbar sein und du weißt es einfach nicht. Es geht ja darum, welche Energien jemand in der Stande ist, lichtvoll zu erzeugen und welche göttlichen Absichten dahinter stecken. Und ich glaube, das sind auch Wegbegleiter und für die Zukunft. Das sind Wegbegleiter für die Menschen, die vielleicht nicht ganz so weit sind von ihrer spirituellen Entwicklung, aber sie dürfen es annehmen und kommen automatisch mit. Und das ist das Schöne. Ja, also das finde ich so schön, dass du das auch ansprichst, diesen Punkt, weil ich hatte vor einigen Wochen eine sehr tiefe Erfahrung, die mir geschenkt wurde. Ich fühle mich schon seit längerer Zeit in einer tiefen Verbindung mit der göttlichen Mutter. Und in einer Offenbarung, in einem Sehen dürfen, hat mir die göttliche Mutter gezeigt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo sie wieder Mensch wird. Wir kennen ja die schönen Bilder, wo eben Jesus gekommen ist als Gottes Sohn. Er hat das Männliche repräsentiert. Und in meiner Wahrnehmung war das eine sehr wichtige Zeit. Es war eine Zeit, damit sich das Männliche wieder entwickeln darf. Es gab wohl eine Zeit, da war das andersrum. Aber jetzt, dieses Bild hat mir gezeigt, ist es an der Zeit, dass ich Mensch werde. Das heißt, ein Avatarbewusstsein des Weiblichen beginnt sich jetzt auf einer menschlichen Ebene zu offenbaren. Und es war so eine wichtige Botschaft. Wir alle nehmen es als selbstverständlich, dass eben Maria, das Jesuskind, den Jüngern auf den Arm hält, immer wieder zeigt. Aber es kommt die Zeit, wo wir wieder in die Balance kommen dürfen. Und Guillaume hat von diesem Omega-Bewusstsein gesprochen, von diesem sehr hohen Bewusstsein und was mir geschenkt wurde. Ich habe es wirklich gesehen. Ich habe eben den König in meinem Herzen, Jesus Christus. Er ist da, er sitzt auf dem Thron. Aber was dazu gekommen ist, die Königin ist zurückgekehrt. Und da ist jetzt, es war so etwas, da hätte ich sehr lange drauf gewartet. Und sie war da. Sie ist wieder gekommen in mein Herz. Und was dann passiert, wenn eben dieses sehr hohe weibliche göttliche Bewusstsein in einer Verbindung kommt mit einem sehr hohen männlichen göttlichen Bewusstsein, wenn da eine Verschmelzung passiert, dann öffnet sich etwas noch nie Dagewesenes. Eine neue Qualität des Bewusstseins, was es in dieser Form noch nie gegeben hat, ist jetzt da, sich zu entwickeln. Und wir sehen diesen großen göttlichen Plan. Und wir sprechen von dem Aufstieg. Aber was genau ist denn dabei aufzusteigen? Also,
Das Bei ist auch Affenstadt. interessant, dass du jetzt die Weiblichkeit nochmal ansprichst. Ich hatte vor kurzem mit Alicia Kusumitra für den Welt im Wandel Kongress, Summit heißt er, glaube ich, hatte ich ja auch einen Beitrag gemacht und da ging es auch um die Weiblichkeit. Und schau mal, wir hatten Jahrtausende des Matriarchats, wir hatten Jahrtausende des Patriarchats, die wir gerade hinter uns bringen. Und das Pendel ist einmal stark nach links. Das Pendel ist einmal stark nach rechts und jetzt darf das Pendel in die goldene Mitte. Matriarchat und Patriarchat, Männlichkeit und Weiblichkeit in sich vereint. Und wir sehen, dass das die Lösung ist für alle. Allein schon in der Tatsache, denn nur nicht wir alleine wissen das. Das wissen auch die, ich nenne es mal die andere Seite des Lichts, weiß das auch. Genau deswegen wird ja so massiv gegendert. Und Begrifflichkeiten verändert, um uns davon fernzuhalten, auf der materiellen Ebene momentan. Wir sehen diese Agenda ganz klar und deutlich. Und das zeigt mir, dass Sie wissen, dass es genau darum geht. Sonst würden Sie das auf dem Weg nicht versuchen. Sie wollen verhindern, dass Männlichkeit und Weiblichkeit sich wieder in sich vereinen. Man nennt das ja auch die Vereinigung des Göttlichen im Irdischen, den Hieros Gamos. Und darum geht es, glaube ich, dass Maria Magdalena und Jesus wieder nebeneinander, miteinander dargestellt werden dürfen, dass beide gleichwertig miteinander agieren und auf Augenhöhe sind. Und dass Mann und Frau, Mann und Weib auch wieder auf Augenhöhe sind. Und ich glaube, das ist auch einer der Aspekte, die zu dem Aufstiegsprozess gehören, die wichtig sein werden in meinen Augen. So, Hans-Peter, ist es nicht so sehr, dass Mann und Frau auf Augenhöhe sind? Das ist ein Aspekt natürlich, dass es ein Gleichgewicht zwischen männlich und weiblich stattfindet. Aber wenn du von dem Hieros Gamos redest, was geschieht bei dem Hieros Gamos, ist, dass der König und die Königin sich verschmelzen und dann entsteht ein himmlisches Kind. Und das himmlische Kind ist ein neues Wesen, Genau. hat ganz andere Die Eigenschaften. Und Trinität, das, Vater, Mutter, Sohn. ja, der Ausstieg, ja, es ist nicht der Sohn. Es ist weder männlich noch weiblich. Das himmlische Kind, das entsteht, ist eine Verschmelzung von den beiden. Es ist nicht der himmlische Sohn, es ist nicht die himmlische Tochter, sondern die Zukunft der Menschheit ist diese Verschmelzung von männlichen und weiblichen Eigenschaften auf eine Art und Weise, die völlig neu ist. Und diese Synergie, diese Verschmelzung, diese Fusion führt dazu, dass ein völlig neues Wesen entsteht. Wir konnten sehen, wir durften sehen, dass was auf uns zukommt, ist völlig neu. Das heißt also, wir haben keine Vorstellung von, wie dieses Wesen sein wird, weil es wird ganz andere Eigenschaften haben, ein ganz anderes Potenzial haben, Habt ihr eine als wir. Vorstellung davon? Viele reden ja von Zwölfstrang-DNA oder Androgynität oder wir werden wieder größer werden wie die Riesen, weil wir halt wieder entsprechend auch geistig wachsen, damit auch körperlich, Mikrokosmos gleich Makrokosmos. Habt ihr dafür Ja, euch eine Info? Peter, dieser Zwölfstrang-DNS-Geschichte, das war Atlantis. Das ist früher gewesen bei Atlantis in Lemuria. Und wenn wir Atlantis in Lemuria anschauen, wir sehen, dass sie damals mit 12 Chakren gearbeitet haben. Nicht nur mit 7, sie haben auch die höheren, Genau. fünf von den Die Chakren über den. Ägypter auch 12, ja. Genau, und unter den Füßen hatten sie auch das Erdstirn-Chakra. Das Problem ist mit dem 12-Chakra-System, ist, dass die höheren Chakren sind männlich und haben mit deiner persönlichen Entwicklung zu tun, mit einer Erweiterung von deinem Bewusstsein, sodass du immer dein Bewusstsein immer mehr erweitern kannst. Und das führt dann zu, deswegen haben wir auch in den höchsten Ebenen die sogenannten aufgestiegenen Meister und Meisterinnen. Das Problem ist, dass auf der kollektiven Ebene, wenn man in die Tiefe geht, haben sie nur das eine Energiezentrum gekannt, das Erdsternchakra. Die anderen Chakren, mit denen wir arbeiten, das sind 7 unten und 7 über unserem Kopf. Diese Chakren sind weiblich von der Energie her, sind auch kollektiv. Sie wurden nicht wahrgenommen, sie wurden nicht eingebunden. Wenn man aber in die Tiefe geht, und das ist der springende Punkt, wenn man in die Tiefe geht, man erkennt, dass diese unteren Chakren notwendig sind für den Aufstieg, weil was sie tun, ist, dass sie das hohe Bewusstsein, das da ist, in die Materie bringen. Ohne diese unteren Chakren zu aktivieren, kannst du die
das hohe Bewusstsein, das da ist, in die Materie nicht bringe, sodass die Materie selber transformiert wird und vergöttlicht wird. Und das ist der Ausstieg. Und deswegen hat es bis jetzt nicht geklappt. Die ausgestiegenen Meister, die wir kennen, die wie Saint-Germain und so weiter, hatten, da war auch bei denen eine weiße Platte, eine Begrenzung, genau wie die Asuras, die ihre dunkle Platte hatten, hatten sie eine weiße Platte, deswegen waren die auch die Kräfte ausgeglichen. Diese weiße Platte ist dabei, sich aufzulösen und die ganzen Gesetzmäßigkeiten, die ausgestiegenen Meister gefangen gehalten haben, weil ihre Mächte waren auch begrenzt, werden aufgelöst. Und zum ersten Mal ist es so, dass die göttliche Allmacht wird zum ersten Mal wirklich freigesetzt. Das heißt, die Begrenzungen, die da sind, lösen sich auf und wir sind wirklich in der Lage, zum ersten Mal wirklich Mitschöpfer zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes, wo alles möglich ist. Also, ich gebe dir ein Beispiel. In der Vergangenheit schauen wir uns die ganzen großen Heiler an. Ein Bruno Gröning zum Beispiel oder die anderen berühmten Heiler. Sie hatten vor sich, was weiß ich, 2.000, 3.000 Menschen. Und von diesen 2.000, 3.000 Menschen sind 30 oder 40 geheilt worden. Die anderen nicht. Weshalb nicht? Weshalb nicht? Also die alten Gesetze haben gesagt, nein, das sind karmische Gesetze am Werk, das sind Begrenzungen da, diese Menschen dürfen noch nicht geheilt werden, die anderen dürfen geheilt werden. Mit diesem neuen Bewusstsein, das durchkommt, und das können wir wirklich sehen, wird es so sein, dass alle geheilt werden dürfen. Weil das ist die göttliche Allmacht. Keine Grenzen, keine Beschränkungen. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Weißt du, Ja, was ich meine? Das sind so viele. Also aber dann wäre ja. jetzt hier die nächste Frage zu stellen: Der Prozess auf dem Weg dorthin, der Prozess auf dem Weg dorthin, wenn dann alle geheilt werden können oder würden, dann wäre die Frage zu stellen: Moment, bedeutet das auf der anderen Seite, dass diejenigen, die beschließen, nicht die Schöpferkraft durch sich fließen zu lassen, was geschieht mit denen? Weil die werden definitiv auch mit der schönsten und liebevollsten Heilenergie nicht geheilt werden können, weil sie es ja selbst nicht zulassen. Sie wehren Nein. sich gegen diese Energie. Was geschieht mit diesen momentan inkarnierten Menschen Ja. auf dem Prozess des Bewusstseinsaufstiegs? Wie seht ihr das? Also ich kann die Frage beantworten. Es ist so, du redest natürlich von dem freien Willen und dass diese Menschen sich widersetzen. Das ist genau das Gleiche, was wir gesehen haben bei den Asuras. Die Asuras waren auch blind und dachten, dass sie die Wahrheit kennen und waren sich nicht bewusst, dass sie falsch liegen. Sie waren fest überzeugt oder sind diejenigen, die noch da sind, die so ausgerichtet sind fest überzeugt, dass sie das Richtige tun. So ist es mit Menschen, die zum Beispiel materialistisch ausgerichtet sind oder agnostisch ausgerichtet sind und sie lehnen Spiritualität grundsätzlich ab. Mit diesen Menschen, die werden keine Workshops besuchen, sie werden sich keine Bücher besuchen, sie werden nicht deine Videos anschauen. Was geschehen wird, ist, dass wir eine Gruppe, also Menschen, die spirituell ausgerichtet sind und in einem hohen Bewusstsein sind, werden zusammenleben in spirituellen Gemeinschaften und sie werden ein Bewusstseinsfeld erzeugen. Und dieses Bewusstseinsfeld wird sehr, sehr stark sein und wir werden solche spirituelle Gemeinschaften haben weltweit und sie werden dann ein Bewusstseinsnetz aufbauen, das in der Lage ist, das Bewusstsein der Menschheit zu kippen. Und die Menschen, von denen du redest, werden morgens aufstehen und werden plötzlich die Welt mit anderen Augen sehen, ohne zu wissen, weshalb. Wir haben das damals in Atlantis gemacht. Wir haben damals in Atlantis ein Bewusstseinsfeld aufgebaut und haben das Bewusstsein von der Bevölkerung auf eine bestimmte Höhe gehalten durch das Bewusstseinsfeld. Und so wird es hier sein. Es ist nicht so, dass die 8 Milliarden Menschen auf diese Erde konvertiert werden müssen oder sich für die Wahrheit bewusst öffnen müssen. Wenn eine begrenzte Anzahl von Menschen in einem hohen Bewusstsein sind, wird das Bewusstseinsfeld, das sie erzeugen, stark genug sein, um das kollektive Bewusstseinsfeld zu kippen. Und dann Werden auch werden Menschen. einige dann den Planeten verlassen? Wie bitte? Werden Ein dann auch Nein. einige im Zuge dessen die Erde verlassen? Ja, Wie seht ihr das das? kann. Also wir sehen es so als sehr offenen Protest.
Ja. Aber was sich für mich als sehr essentielle Frage natürlich da eben einstellt, wer koordiniert das? Wer ist dafür verantwortlich, dass dieser Aufstiegsprozess sich entwickelt? Es ist diese große göttliche Intelligenz. Diese ist allmächtig, sie hat das Potenzial. Wir wissen, wenn wir ganz ehrlich sind, auch nicht ganz genau, wie das funktioniert, aber was wir so schön erkennen dürfen, werden liebevoll geführt. Wir werden Ja, an die Hand, das stimmt. Stück für Stück. Und wenn der Zeitpunkt da ist, offenbart sich der nächste Schritt, kommt mehr Klarheit, mehr Wissen, mehr Reinheit, mehr Bewusstsein. Und so wissen wir, dass eine sehr große göttliche Allmacht entschieden hat. Es ist an der Zeit für den Aufstieg. Ja, Und wir haben tatsächlich die gleichen Informationen. Das stimmt, Freddy. Wir haben auch die Information, dass auch diese spirituellen Gemeinschaften gegründet werden, aufgebaut werden, sich zusammentun und damit so kollektiv Aufstiegsorte erzeugen, in denen eine kumulative Energie erzeugt wird, die ja exponentiell ist und nicht nur einfach addiert. Und das sorgt auch dafür, dass das kollektive Bewusstsein im gesamten Feld, also auch der Erde an sich, angehoben wird. Dennoch, ja, ich gehe da mit Guillaume, wenn man gesagt wird, man steht da morgens auf und denkt, wow, es ist alles anders. Ich glaube, das wird tatsächlich bei sehr vielen Menschen so sein. Aber dennoch wurde uns etwas gegeben vom Schöpfer. Und das haben wir auch, glaube ich, danach noch. Und das ist immer noch der freie Wille. Der freie Wille, der uns gegeben ist. Und in diesem Prozess wird es auch einige Menschen geben, die ihn vielleicht trotzdem nicht annehmen wollen. Und von daher kann es schon sein, wenn wir uns, ich habe mir von Dr. Brian Weiss zum Beispiel, der regressive Hypnosetherapie macht, der hat ja festgestellt, dass wohl 80 bis 90% der gesundheitlichen und seelischen Probleme von Menschen aufgrund von karmischen Verstrickungen wohl existieren und sie dadurch mit Rückführungen auflösen können. Jetzt hat der gedacht, naja, wenn Raum und Zeit doch eigentlich da oben nicht existieren, dann können wir doch eigentlich mit Rückführungen nicht nur die Vergangenheit sehen, sondern auch in die Zukunft. Und hatte mit Tausenden von Probanden Studien gemacht, die auch belegt wurden, was die denn da so sehen in 30, 40 Jahren auf der Erde. Und sie sahen tatsächlich eine Menschheit, die an spirituellen Gemeinschaften lebt, auf einem sehr hohen Bewusstseinsniveau. Das würde das bestätigen. Wenn man das überhaupt so sehen kann und diese Blaupause nicht noch ein bisschen verdeckt ist zum Teil. Aber momentan öffnet sich viel im Feld. Das Zweite ist, Sie haben gesehen, dass die Menschen auch in Häusern leben, die wie organisch sind. Wenn die Blumen draußen blühen, kann man es drin riechen. Dass wir wieder mit der Natur leben und uns Techniken dafür zur Verfügung stehen, die Natur zu nutzen, ohne ihr zu schaden. Und was auch gesehen worden ist, aber dass fast alle sagten, dass am Ende vielleicht nur noch ein Drittel oder ein Viertel von den Menschen gesehen wurden, die einmal existent waren. Und was ich nicht als Apokalypse oder Hiobsbotschaft ansehe, sondern ich glaube, es gibt einfach Seelen vielleicht aktuell, die sagen, ich bin jetzt für mich in Klasse 9D. Die Klasse 9D fand ich so toll, habe aber vielleicht einiges noch nicht verstanden. Ich werde die jetzt mal einfach wiederholen. Die ist aber dann nicht mehr auf dem Spielfeld, sondern auf einem anderen Spielfeld. Ja, das Sodass. ist so, Hans-Peter, wenn du von solchen Sachen redest, Ja. also diese Arbeit von Dr. Brian Weiss, ich kenne es, ich habe seine Bücher auch, Okay. ich kenne seine Arbeit, ich bin selber Hypnotherapeut und Ah, okay. deswegen kenne ich Super. seine Arbeit. Und es ist so, wir sind jetzt, wenn wir von dem Aufstieg reden, wir sind dabei, jetzt nicht nur uns selber zu heilen. Wir sind auch dabei, unsere Ahnen zu heilen. Wir sind auch dabei, die Vergangenheit zu heilen. Wenn man die Vergangenheit heilt, wenn man die alten Programme, die da waren, ich kann das wirklich sehen, ich habe das erlebt in der Meditation, ich habe gesehen, wie dieses Bewusstsein dabei ist, die alten Erinnerungen, die in den Zellen sind, von meinem Körper aufzulösen. Diese ganzen Sachen, die wir seit Äonen in unseren Zellen tragen, auch unser Körper, ja, das wird aufgelöst. Aber wenn wir die alte Vergangenheit auflösen, lösen wir auch die alte Zukunft auf. Die alte Zukunft, die ganzen Sachen, die Brian Weiss und andere Menschen gesehen haben, wird auch gleichzeitig aufgelöst. Es ist wirklich carte blanche, Ja. Hans-Peter. Es ist neu. Und das ist so wichtig, dass wir Das wollte ich wissen, verstehen, wie ihr das seht. Genau, sehr gut, ja. es ist offen. Und Interessant. deswegen, wie es aussehen wird, guck mal, was geschehen ist in 2012. Ich habe selber Visionen gehabt in 2011 von Kataklysmen, Erdbeben, Tsunamis und so weiter und habe Vorträge darüber gehalten in Freiburg. Ich habe also beschrieben, was ich gesehen habe. Kam 2012 und ich war nicht der Einzige, viele haben es gesehen.
kommt 2012, nichts davon ist geschehen. Und die ganzen Leute haben gesagt, oh, guck mal, was ist mit dir los? Nichts ist geschehen. Eine Projektion in die Zukunft, eine Zukunftsaussage. Also guck mal, wie oft wurden Sachen vorhergesagt, die sich nicht bewahrheiten. Ja, das ist richtig, sehe ich auch so. Ja. So wirklich. Also wir haben gesehen, die Vergangenheit wird geheilt und das ist fantastisch. Ich meine, wir sind dabei, die Vergangenheit zu heilen, die alten Verletzungen der Vergangenheit, weil wir sind die Vergangenheit auch, gell? Wir sind unsere Ahnen auch. Wir haben also die ganzen Leben durchgemacht. Also ja. Wir sind dabei, alles zu heilen und wir sind dabei, die Zukunft, die möglichen Bilder der Zukunft, die da waren, die auch gesehen wurden, auch von Nostradamus und so weiter, von Edgar Cayce. Also diese ganzen Sachen werden aufgelöst, sodass etwas völlig Neues entstehen kann. Genau, und das ist das, was Neuropsychologen momentan und viele Quantenphysiker auch derzeit noch propagieren, dass sie sagen, wir sind ja im Grunde genommen auf Bewusstseinsebene, wenn wir im Alltag agieren, das Ergebnis unserer vergangenen Erlebnisse. Wenn wir aber nur auf der Basis unserer erlebten Erlebnisse im Jetzt und im Hier agieren, dann bleiben wir eigentlich immer im Leid. Weil meistens sind es negative Erfahrungen, die oft begleitet werden, die gespeichert werden. Wenn wir hingegen aber unser Bewusstsein öffnen und den Blick nach vorne richten, dann sind wir in der Lage, Dinge anders zu sehen. Wir sind in der Lage, Dinge neu zu erleben, neu zu sehen und damit auch zu transformieren. Damit ja auch alte Verhaltensmuster, alte Glaubenssysteme abzulegen. Und das ist natürlich auch genau damit verbunden, durch diese kollektive Bewusstseinserweiterung werden wir auch wieder, jeder von uns viel besser und viel mehr in der Lage sein, unsere Zukunft neu zu kreieren und zu manifestieren. Denn bin ich das Ergebnis meiner erlebten Erfahrungen oder bin ich zukünftig das Ergebnis dessen, was ich mir jetzt bewusst vorstelle, nämlich ein Kreationist meiner eigenen Schöpfung. Und das ist das, was in der im Alten Testament ja auch über Babylon beschrieben wird. Dort wird ja auch in diesen 14 Sätzen beschrieben, dass dieser rachsüchtige, eifersüchtige, neidische und blutrünstige Gott, den es da gab, dieses Volk ja geteilt hat, indem er die Sprachen verwirrt hat und das Volk zerstreut hat. Wenn man aber zwischen den Zeilen liest, dann liest man, dass dieses Volk, und das war interessant zu lesen, sprach eine Sprache. Das bedeutet für mich nicht nur eine Sprache in Form von der Verbalität, dass global eine Sprache herrschte, eine Ursprache, sondern wir reden auch von Telepathie. Von der einen Sprache. Des Weiteren sprach man davon, dass dieses Volk sich alles manifestieren konnte aus dem Nichts, was es sich vorstellen wollte. Sie waren in der Lage, Schöpfer zu sein. Und sie bauten diesen Turm, um nicht gespalten zu werden. Es war nicht der Grund, dass sie praktisch geteilt wurden, weil sie ihn bauten, das stimmt nicht, und sich Gott gleich machen wollten, sondern weil sie so waren, hat dieser rachsüchtige und blutrünstige Gott entschieden, sie zu stürzen und sie wollten diesen Turm bauen, um das zu verhindern. Ist ein völlig neuer Kontext. Es gibt wohl Völker und Kulturen, die auch in dieser 3D-Welt, in die wir bisher waren, es schon geschafft haben, annähernd dahin zu kommen, wirklich ein solches Leben zu führen, auf diesem Spielfeld der Spielregeln, die wir bisher hatten. Und das ist schon eine große Herausforderung, das zu schaffen. Und das haben wohl schon einige Völker geschafft. Wenn wir aber dann in die Geschichte sehen, sehen wir, dass das all die sind, die vernichtet wurden. Das ist sehr interessant. Du hast sehr Wichtiges angesprochen. Du hast also gesagt, dass es wichtig ist, dass wir ein einheitliches Bild, wenn man will, der Zukunft haben, dass wir ein klares Bild der Zukunft haben. Und das ist auch ein Punkt, der heute Abend etwas, das heute Abend erwähnt werden sollte oder angesprochen werden sollte. Freddy, möchtest du das mal ein bisschen erklären, wie wichtig das ist, ein einheitliches Bild der Zukunft zu haben? Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir mit Menschen arbeiten. Wir sind immense Schöpferwesen. Wir tragen in uns ein immenses Schöpfungspotenzial. Und wenn sich Menschen in demselben Bild wiederfinden, in einem Bild der Freiheit, der Liebe, des hohen Bewusstseins, der unendlichen Möglichkeiten und sie eine Zukunft kreieren, die eine multidimensionale Realität manifestieren lässt. Das heißt, es geht ja nicht nur um uns. Wenn wir anfangen, das große Bild zu sehen, ist ja so wichtig, wenn wir uns mit dem Aufstieg beschäftigen, wer sind wir denn? Wir sind multidimensionale kosmische Wesen. Und diese anderen Dimensionen und Ebenen sind nicht irgendwo da draußen.
die sind in uns. Also das heißt, alles trage ich in mir. Ich hatte vor in dieser Seminarwoche, die eben endete, ein Bild. Ich bin morgens aufgewacht und der Körper war sehr alt und schwach. Und ich habe mich gefragt, was ist hier los? So kenne ich meinen Körper nicht. Und ich habe sehen dürfen, alle Krankheiten der Menschheit, die jemals existiert haben, habe ich in meinem Körper gespürt. Das heißt, wir tragen alles in uns. Und nicht nur auf dieser Ebene, sondern das ist meine multidimensionale Ebene. Und der Aufstiegsprozess, der im Augenblick sich manifestiert, kann nur geschehen, wenn es multidimensional geschieht. Und wir sind so miteinander vernetzt und verbunden. Und was im Augenblick passiert, ist eben nicht nur wir als Individuum, als Kollektiv, sondern die gesamte Schöpfung ist dabei aufzusteigen. Wenn wir das sehen, wir sind mächtige Schöpfergötter. Wenn wir in unserem Herzen etwas finden, und es ist schon da, es ist nicht so, dass wir das mit dem Kopf finden, sondern irgendwann durften wir was sehen. Eine Vision, diesen göttlichen Plan. Und wir haben sehr schnell erkannt, hoppla, das ist nicht etwas, was wir uns ausdenken, sondern nicht wir haben die Vision, sondern die Vision hat uns. Wir wurden dafür wach gerüttelt und wach erweckt. Da waren so viele Erfahrungen da, die uns das gezeigt haben. Und das ist dieser große Plan. Und wenn wir als sehr mächtige Schöpferwesen im Augenblick erkennen, was passiert, dass wir als Menschheit, als Kollektiv, als gesamte Schöpfung dabei sind, in einer Bewusstseinsebene uns zu entwickeln, die es noch nie gegeben hat, dass etwas vollkommen Neues sich entwickeln wird, wenn wir das sehen. Und es ist alles schon da. Also es geht um ein inneres Sehen. Tief in unserem Herz ist diese Realität der Freiheit, der Liebe, der Wahrheit. Und das Problem ist, dass zurzeit, wenn man die Welt anschaut, das sind über 800 Milliarden Menschen auf dieser Erde, welche Vision der Zukunft tragen diese Menschen in ihrem Herzen? Die allermeisten, tragen ein Armageddon-Szenario in ihrem Unterbewusstsein, weil sie von Hollywood und Bollywood und von diesen ganzen Massenmedien seit Jahrzehnten immer wieder ein Bild von einer zerstörten Erde vermittelt bekommen. In den ganzen Filmen ist immer, die Erde wird vernichtet, die Menschheit rostet, ist dabei, sich auszurotten und weiter. Also das ist das Bild der Zukunft, dass das größte Fenster ist bei 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und die spirituelle Gemeinschaft muss das irgendwie kontern, sodass das sich nicht manifestiert. Aber die spirituelle Gemeinschaft, wenn wir das kontern müssen, wenn wir das ausgleichen wollen, müssen wir zusammenziehen, müssen wir auf einer Wellenlänge sein und gemeinsam eine Vision in unseren Herzen halten. Und das ist nicht der Fall. Zurzeit, was geschieht, ist, dass das sind sehr viele verschiedene Szenarien. Deswegen habe ich das Goldene Age-Szenario beiseite geschoben, ganz am Anfang. Es ist wichtig, dass wir wirklich verstehen, was kommt auf uns zu und dass die groben Züge erkannt werden und dass wir alle diese Visionen in unseren Herzen tragen, sodass wir das manifestieren können. Weißt du, wie sonst ich... Sonst wird es nicht manifestieren. Weißt du, wie ich... Ja, erzähl. Sorry. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, nein, ich verstehst du, wie wichtig diese einheitliche Vision ist, wie wichtig es ist, dass alle, dass vor allem die Menschen, die spirituell ausgerichtet sind, weil Menschen, die in einem höheren Bewusstsein sind, haben eine viel höhere Schöpferkraft als Menschen, die nicht bewusst leben. Und wenn Menschen, die wirklich bewusst ausgerichtet sind, in einem hohen Bewusstsein sind, diese Vision in ihrem Herzen halten, wird diese Vision sich manifestieren. Ja. Aber wichtig ist, dass wir die alle auf eine Wellenlänge sind, dass wir alle die gleiche Sprache sprechen und dass die Verwirrung, die jetzt zurzeit noch da ist, dass das aufhört und dass wir erkennen, worum es geht. Deswegen wollten wir über den Aufstieg reden und deswegen wollten wir auch die grobe Züge schildern, dass die Menschen dann anfangen, dieses Bild in ihrem Herzen zu tragen, wie Freddy gesagt hat, dass sie erkennen, dass sie multidimensionale Wesen sind und dass sie Schöpfergötter sind, dass sie wirklich göttliche Wesen sind. Es ist so, Hans-Peter, wenn Freddy und ich, wenn wir mit Menschen arbeiten in unseren Workshops, wir reden immer von 4 Ebenen. Die erste Ebene ist die Ebene der Persönlichkeit. Die zweite Ebene ist das multidimensionale Wesen, das man irgendwann erkennt. Die dritte Ebene ist die Ebene, wo wir uns als unsterbliche Seele erkennen, als göttliche, grenzenlose, makellose Wesen. Und die vierte Ebene ist, wo wir dann
erkennen, dass wir eins sind mit der allerhöchsten Quelle. Das ist sogenannte Gottverwirklichung. Christus hat gesagt, der Vater und ich, wir sind eins. Das ist diese Ebene. Die vier Ebenen sind alle präsent gleichzeitig. Die sind alle da. Und wenn wir diese Ebene nicht sehen, dann wird der Aufstieg für die meisten Menschen nicht verständlich sein, nicht nachvollziehbar sein. Mhm. Wenn wir aber erkennen, dass wir wirklich diese vier Ebenen in uns tragen und dass wir das alle, dass wir das sind, dann ist es klar, dass der Aufstieg ist ein Rückkehr zur Quelle. Wir haben uns von der Quelle entfernt. Ah, jetzt kommen wir langsam zum Punkt. Genau, der Rückkehr zur Quelle, da wollte ich eben hin. Schau mal, ich finde es schon mal beeindruckend. Also du hattest ja kurz, Freddy, erzählt, in der Meditation den Schmerz der Menschen zu spüren. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis bei einem schamanischen Ritual. Da hatte ich den Schmerz der Natur gefühlt. Ich habe zwei Stunden geweint. Dieses schamanische Ritual sollte normal ungefähr 20 Minuten dauern. Ich hing da 2 Stunden drin und kam nicht raus. Es war echt total schräg. Und hat man gespürt, was Mutter Erde so empfindet im Moment, ja. Und aber dann zu dem Thema Aufstiegsprozess, Punkt 1, ist mir noch eingefallen, weil du sagtest, 8 Milliarden Menschen und viele da draußen fragen sich, ja, wie soll das gehen, wenn die alle von diesen Massenmedien sich so negativ beeinflussen lassen, wie sollen denn die wenigen das richten können? Ich sage nur einen einzigen Satz dazu, nämlich das Gebet eines Einzelnen kann ein ganzes Dorf retten. So sehe ich das. Dann gab es im Book of John, in dem Geheimbuch des Johannes, einen interessanten Hinweis, als Jakobus und Johannes Jesus fragten, was denn nach dem Tod kommt. Und er sagte, wieso fragt ihr denn nach dem, was kommt? Wieso fragt ihr nach dem Ende, wenn ihr den Anfang noch nicht kennt? Wir müssen zurück uns erinnern, wer wir sind, woher wir kommen, weil dann verstehen wir auch nämlich eines, die kosmischen Gesetze. Und wie der, nennt ihn Vater, nennt ihn Gott, nennt ihn die Schöpferkraft, durch uns wirkt. Und dann werden wir wissen, was kommt. Und das ist das Entscheidende. Wir müssen da wieder ein Stück zurückschrauben. Und wir haben das Problem, wenn wir jetzt sagen, wie sieht der Weg dorthin aus? Jeder von uns, ihr, wie auch ich, wie viele andere, leisten ihren Beitrag dazu hier auf der Erde im Kollektiv. Und jeder auf seine Weise. Ihr macht es ein bisschen anders als ich. Andere machen es wieder ein bisschen anders. Aber am Ende führt es zum gemeinsamen Ziel, weil jeder Mensch will irgendwo anders abgeholt werden. Und es gehen immer die Menschen mit euch in Resonanz, die genau auf dem Stand sind, wo eure Instrumente für einen Segen für sie sind, wie bei mir, wie bei anderen auch. Und ich glaube, dann können wir relativ viel machen und bewegen. Aber für mich zum Beispiel ist ein Ansatzpunkt die Aufklärung in der Erinnerung. Ich bin halt ein historischer Fanatiker. Ich bin Historienfan. Das war ich schon immer seit meiner Kindheit. Und ich gehe ja immer viel rein und forsche, auch in den Religionen zum Beispiel. Wenn wir wüssten und uns wieder bewusst werden würden, dass alle, und ich sage wirklich alle Religionen dieser Welt, die erschaffen wurden durch Menschenhand, im Grunde genommen aus einer einzigen Quelle schöpfen. Sie nur durch Spaltung und Trennung, Verwirrung erschaffen wurde, indem man so viele immer wieder erschaffen hat, die sich dann bewusst auch teilweise widersprechen. Schaut man aber in den Kern der Dinge, tun sie es nicht. Schaut man in den Kern der Dinge, dann sieht man, dass sie alle immer die kosmischen Gesetze in sich tragen, die man uns nur nicht verrät, die man uns vorenthalten will. Ich gebe euch ein einziges Beispiel. Es gibt heilige Zahlen, es gibt heilige Geometrien, es gibt Mathematik im Kosmos, wie alles funktioniert. So entstehen auch heilige Symboliken, ja? Ob das die Blume des Lebens ist oder was auch immer. Nehmen wir die Zahl 12, die wir alle kennen, oder die Zahl 72. Wenn wir zum Beispiel ins Christentum gehen, hat Jesus 72 Jünger ausgesandt. Gehen wir zum Beispiel, oder die Himmelsleiter hat 72 Stufen, dann gehen wir mal bei den Muslime, die sagen, dich erwarten 72 Jungfrauen im Himmel. Mohammed hatte 72 Krieger. Dann gehen wir bei den Ägypter und sehen, dass Set, als er Osiris ermordete, 72 Mittäter hatte. Gehen wir ins Judentum, sehen wir, dass es 72 Übersetzer der Tora an 72 Tagen an 72 Orten gab. Gehen wir ins Alte Testament, wählte Moses die 72 Ältesten aus. Und es wird noch spannender. Die Templer hatten 72 Regeln, die Katharer 72 Bischöfe, die Kelten 72 Gralstempel. Zarathustra hatte 72 Fäden an der heiligen Schnur. Selbst im Daoismus
kennt man 72 heilige Orte und 72 Unsterbliche. Wir haben 72 Sternbilder am Himmel. Wir sehen, dass im Prinzip die Botschaften, die dahinter stecken, das Heilige in allen Kulturen und in allen Religionen genutzt wird. Es wird nur zur Machtkontrolle, wurde es praktisch irgendwann okkupiert und genutzt. Aber die Kernbotschaften, die dahinter stehen, in allem, ist eigentlich immer das Gleiche. Uns wird der Kosmos erklärt. Uns wird die Mathematik des Schöpfers erklärt. Wir verstehen es nur nicht mehr. Und wenn wir jetzt wieder lernen, das zu verstehen, was es damit auf sich hat, dann glaube ich, kann man wieder ein Einheitsdenken konstruieren. Im Verstand wie auch im Herzen. Und so gibt es ganz viele verschiedene Wege, die wir gehen können, alle zusammen, um der Aufklärung zu dienen, um der Bewusstseinsanhebung zu dienen, um die Menschen dorthin zu führen. Jeder auf seine Art und Weise. Und ich erlebe das immer wieder. Ich finde alle kleinen Dinge, die im Kosmos wichtig sind, finde ich in allen Glaubensrichtungen wieder. Und ich sage immer, wir kommen doch alle aus der gleichen Quelle. Warum spaltet man das? Und wenn wir diese Erkenntnis gewinnen, dann würden wir auch ganz anders miteinander umgehen. Dann hätten wir auch wieder einen offeneren Geist und würden uns wieder anders begegnen. Und dann kann man auch keinen Glaube und keinen Krieg oder keine Religion mehr zum Krieg nutzen. Das ist sowieso bald irrelevant, das ist klar. Das war halt nun mal so die letzten Hunderttausende von Jahren. Aber daran sehen wir, dass dieses Wissen darum uralt ist, ja, auch in Atlantis gepflegt wurde, von dort nach Ägypten kam, auch in Sumer kannte man erst, in Indien, in den Veden. Und im Grunde genommen ist wirklich in der Kernessenz alles das Gleiche. Und das gilt es für uns zu erkennen. Und dann erkennen wir auch, dass wir alle im Prinzip aus einer Quelle entspringen. Und dann bekommt auch das Wort Feind kein Feindbild mehr. Dann gehen wir auch miteinander anders um. Zumindest in der Übergangszeit wird es, in der Übergangszeit, bis dieser Prozess, wie du sagst, kommt, dass ich morgens aufstehe und sage, okay, jetzt ist alles anders. Aber der Weg dorthin, wie lange der dauert, weiß keiner von uns. Ich weiß nicht, ob es jetzt nächste Woche schon kommt, in einem Monat, in einem, in 10 oder in 100 Jahren. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz festgeschrieben. Es hängt von unserem Kollektivverhalten ab, habe ich das Gefühl. Ja, es ist so, dass dieses, was du da erwähnt hast über ein Feindbild, das ist die Voraussetzung für den Ausstieg, dass, dass alle Feindbilder aufgelöst werden und dass wir uns für den Frieden öffnen. Genau. Solange wir ein Feindbild haben, solange wir kämpfen, solange wir irgendwelche gegnerische Kräfte haben, sind wir in einem Bewusstsein der Trennung. Ja. Und das ist auch das, was viele Menschen nicht erkennen. Auch in den höheren Dimensionen gibt es Wesen, die sehr lichtvoll sind, die immer noch in einem Bewusstsein der Trennung sind, ja, weil sie die dunkle Seite bekämpfen. Mhm. Ausstieg bedeutet, dass wir öffnen uns für den göttlichen Frieden, wie Christus es gelehrt hat. Christus hat gesagt, gesegnet in seinem Bergpredigt, gesegnet sind die Friedensstifter. Mhm. Man wird sie Söhne Gottes nennen. Mhm. Man wird Söhne Gottes. Vollkommen richtig. Es geht darum, dass wir Friedensstifter sind, dass wir uns für den göttlichen Frieden öffnen und dass wir keinerlei Feindbilder in unserem Herzen tragen und dass wir absolut neutral sind, wenn wir mit anderen Kräften, dass wir uns weder von dem Licht blenden lassen, noch von der Dunkelheit abschränken lassen, dass wir wirklich in diesem Bewusstsein von bedingungsloser Liebe sind. Das ist genau die Botschaft, die ich bekommen hatte, in der Urquelle, genau die Botschaft, die mir übermittelt wurde, werde wieder zum Friedensstifter. Genau, ja, absolut. Das ist die Voraussetzung für den Aufstieg. Und das ist eben so bei vielen Menschen, sind immer noch dabei, ihre Schatten zu bekämpfen. Ich habe eine sehr tiefe Erfahrung gehabt, dann wurde ich gefragt, bist du bereit, die Dunkelheit anzunehmen? Und ich so, ja, ich bin bereit. Und dann hat sich was total radikal verschoben. Und solange ich Angst habe vor der Dunkelheit und was ich wirklich erkannt habe, ist nicht nur das Lichtvolle, was mich befreit, sondern es ist auch die Dunkelheit. In dem Augenblick, wo ich aufhöre zu kämpfen, bin ich meine Neutralität, dann bin ich im Frieden. Und der Kampf, die Spannung ist vorbei. Ich bin da draußen. Also keine dunkle Macht kann ich mehr angreifen.
würde es Wenn nur ich vielleicht ein bisschen umformulieren. Ich würde vielleicht, also an meiner Stelle, würde ich jetzt nicht sagen, die Dunkelheit annehmen, sondern die Dunkelheit akzeptieren, aber sie nicht annehmen. Annehmen heißt ja nehmen oder übernehmen. Sondern ich weiß, was du meinst. Du meinst, sie respektieren, sie akzeptieren die aktuelle Daseinsberechtigung, weil wir haben noch Dualität und Polarität, ihr zugestehen, du darfst da sein, ja, du darfst dich aber auch entscheiden, ins Licht zu gehen. Ja, das ist jetzt deine Entscheidung. Und je weniger Energie wir ihr geben, also keine Angst, desto machtloser werden sie uns gegenüber. Und das ist, glaube ich, wie du sagst, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das habe ich eben bei dir rausgehört. Das war sehr interessant. Ja, was ist die Dunkelheit? Also die Botschaft, die ich bekommen habe, als wir in die Dunkelheit getaucht sind, kam die Frage, bist du bereit zu sterben? Und ich habe ja gesagt, wenn es für die Menschheit notwendig ist, für den Aufstieg notwendig ist, bin ich bereit zu sterben. Und dann kam die Antwort, sehr schön, weil du musst sterben, du bist die Dunkelheit. Und da dachte ich, ich bin die Dunkelheit. Und dann habe ich verstanden, worum es geht. Das Bewusstsein der Trennung, Ignoranz, Unwissenheit ist die Dunkelheit. Ja. Und das muss in uns sterben. Das müssen, sodass wir erleuchtet werden. Wenn du in einem erleuchteten Bewusstsein bist, dann ist keine Dunkelheit mehr in dir. Dann ist diese Illusion der Trennung von dir weggefallen. Du bist frei von dieser Illusion. Aber solange du in einem Bewusstsein bist, wo du nicht erleuchtet bist, wo du immer noch Trennung auf irgendeine Art und Weise lebst, bist du die Dunkelheit selber. Genau. Und So hat es das ist Bonhoeffer auch schon ernüchternd. gesagt. So hat es Bonhoeffer auch schon gesagt, ja. Oder zum Beispiel auch Zuschauen im Angesicht des Bösen ist alles schon an sich schon das Böse. Und schau mal, das ist gerade angesprochen. Und wenn man ein bisschen in die Etymologie reingeht und sich die Religionen anguckt und die Glaubensrichtungen, dann erschließt sich das allen automatisch. Nehmen wir das Wort Diabolo. Diabolo oder diabolisch. Spaltung. Diaphonie, ja. Dia Zwei. heißt was? Dia sind die am weitesten entfernten Punkte voneinander. So, das heißt, das ist die Trennung, die entsteht, die am weitesten entfernten Punkte voneinander. Das ist Spaltung. Satan kommt aus dem Hebräischen Star und Star heißt auch wieder die Abwesenheit von Licht, die Trennung. Und das ist genau das. Sie arbeiten immer mit den gleichen Mitteln. Und sie sagen es uns sogar noch in ihren Begrifflichkeiten. Sie verraten es uns und teilen es uns mit. Und das ist ja das eigentlich Spannende daran. Du hast es vor den Augen und siehst es oft nicht. Oder erkennst es in dem Moment nicht. Und das ist genau das, die Spaltung. Und sie nutzen aber auch, und das ist das Problem, momentan sehe ich dieses Gutmenschentum. Wir kennen diesen typisch deutschen Spruch so, ne? Über den Denunziant im eigenen Land. Die Leute meinen, sie tun was Gutes. Die Leute meinen, sie wären die Gutmenschen schlechthin. Das ist diese Umdefinierung der anderen Seite. Sie arbeiten mittlerweile schon so psychologisch hochspannend, dass die Leute auch noch im festen Glauben sind, dass sie das Richtige tun, wenn sie andere verraten, weil sie andere Überzeugungen haben, als Verschwörungstheoretiker, Spalter oder ähnliches ab. Zeichnen, wobei sie es eigentlich selbst sind. Und da fällt mir das Matthäusevangelium wieder ein, wie gesagt wird, wieso zeigst du mit dem Finger auf den Balken oder auf den Splitter in meinem Auge, wenn du doch den Balken vor deinem Gesicht nicht siehst? Wenn wir mit dem Finger auf jemanden zeigen, zeigen immer noch vier Finger oder drei auf uns selbst, letztlich. Und das gilt es, glaube ich, auch. Und das ist der Prozess, den wir jetzt haben. Dass wir wieder lernen dürfen, vor der eigenen Haustür zu kehren, dass wir in unsere eigenen Prozesse gehen, dass Es jetzt der geht Moment noch ist, wo wir alle wieder an uns selbst arbeiten dürfen, primär, primär. tiefer. Es geht tiefer. Es ist nicht eine Frage davon, dass die Menschen andere Menschen kritisieren und so weiter. Das ist natürlich alles richtig. Aber der springende Punkt ist, dass die ganzen Menschen, die ihr Verstand als Quelle von ihren Inspirationen führen, benutzen. Und solange unser Verstand die Quelle von unserer inneren Führung und Inspiration ist, werden wir unvermeidlich in einem Bewusstsein von Trennung gefangen bleiben. Wir müssen Kontakt aufnehmen, wirklich nach innen gehen und Kontakt aufnehmen mit der göttlichen Führung. Und wenn wir in Kontakt sind mit der göttlichen Führung,
dann ist es was anderes. Es ist ein, also die Reise ist eine Reise vom Kopf ins Herz. Und wenn wir uns mit der inneren Göttin, weshalb erwachen so wenig Menschen? So, wir machen eine spirituelle Renaissance durch zurzeit. Es gibt unzählige Online-Kongresse über Spiritualität, unzählige Bücher werden veröffentlicht, aber wir arbeiten mit Hunderten von Menschen zusammen tagtäglich und wir sehen sehr, sehr wenig Menschen erwachen. Und der Grund ist, sie, also Spiritualität ist zum Großteil eine Art von Unterhaltung geworden. Es ist, die Leute werden spirituelle Touristen und gehen von Workshop zu Workshop und von Video zu Video. Und es fehlt Tiefe und vor allem, es fehlt darum, dass sie nicht verstanden haben, sie sollten nicht mehr nach außen schauen, um irgendeinen Guru oder Lehre von irgendjemandem zu bekommen, sondern sie sollten nach innen gehen und die innere Führung, diese eine sehr tiefe Verbindung zu ihrem göttlichen Selbst aufbauen und dann sich von innen führen lassen. Die einzige wahre Führung, die wirklich zuverlässig ist, ist nicht der Verstand. Ich meine, ich war sehr verstandsorientiert selber. Ja, als Prof 30 Jahre lang in Hochschulen und Unis weltweit gearbeitet, mit Physikern, mit Mathematikern, mit Informatikern. Also diese Menschen sind alle sehr, sehr intelligent, alle im Verstand verankert. Ich habe gesehen, wenn wir im Verstand verankert sind, kommen wir nicht weiter. Es ist eine Sackgasse. Das Zeitalter des Verstands ist abgeschlossen. Wir sind diesen Weg gegangen. Als die Kirche zusammengebrochen ist, als das christliche Weltbild zusammengebrochen ist, haben wir aufgehört, blind zu glauben und haben angefangen, den Verstand zu vergöttern. Und das macht nur die Gesellschaft immer noch. Wir vergöttern den Verstand. Aber der Verstand, diese Vergötterung der Verstand ist unser blinder Fleck. Und müssen wir erkennen, das ist nicht, worum es geht. Es geht darum, den Verstand als Werkzeug zu benutzen, wie du es machst, ja, lesen und Informationen einsammeln. Benutze den Verstand, aber sei nicht, lass dich nicht von deinem Verstand tyrannisieren. Aber Vorsicht, Vorsicht, das Lass ist grundlegend dein richtig, was du sagst. Bei führen. den meisten Menschen läuft es so, Guillaume, bei den meisten Menschen läuft es so. Aber glaube mir, wenn ich lese, lese ich nicht mit dem Verstand. Was Ja, habe ich. bedeutet das, was ich gerade sage? Einstein hat selbst irgendwann zugegeben, indem er gesagt hat, das tiefste Wissen, das du erwerben kannst, das allertiefste Wissen, ist die Intuition. Das ist der Abgleich zwischen Verstand und Herz, also in Einklang bringen. Das heißt, die Dinge, die du über den Verstand aufnimmst, wir leben halt nochmal in dieser materialistischen Welt, wir müssen ihn nutzen, er gehört dazu. Aber denen, das ist ganz wichtig, in Einklang zu bringen mit deinem Herz und dann kennst du die Antworten auf alles. Du weißt, was richtig ist, du weißt, was falsch ist, du weißt, was wahr ist, du weißt, was Lüge ist und du erkennst es und du weißt, was in dir richtig ist. Und wie du schon sagst, du bekommst dann eine innere Führung. Und dann erlaubst du auch der geistigen Welt, deinem Geistführer und allen anderen mit dir zu agieren, ihre Hilfe anzunehmen. Das ist auch wichtig, weil sie sind dafür da. Und sie werden dir Führung geben. Sie werden dir helfen. Und dann können wir auch drauf hören. Aber diese Botschaften sehen die meisten Menschen momentan noch nicht. Aber das ist ein Prozess, auf dem gerade sehr viele sind. Ja, es ist aber trotzdem so, dass Konzepte Konzepte sind, Hans-Peter. Konzepte sind nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist je, also Konzepte, die Natur schaffen zum Beispiel. Und alles, was wir lesen, wir arbeiten mit Beschreibungen der Welt. Also die Sprache der Mathematik, die Sprache der Physik, die Sprache der Biologie, die sind alle Landkarten der Welt und beschreiben dann diese Welt, sodass wir sie besser verstehen können. Aber die Landkarte ist nicht das Territorium. Eine Landkarte von München ist nicht München. Eine Landkarte ist eine Beschreibung. Und eine Beschreibung hat seine Grenzen. Deswegen hat Einstein gesagt, die Naturwissenschaften sind nicht da, um die Wahrheit zu enthüllen. Wir sind da, um Modelle anzubieten. Und wir bieten Modelle an, aber das war's. Und diese Modelle ändern sich ständig und werden Ja, immer das ist besser. klar. Die entwickeln sich weiter. Also die Wahrheit von den Naturwissenschaften, die Wahrheit von diesen ganzen Büchern, das ganze Buchwissen, das sind alles Konzepte. Das sind alles Konzepte. Wahres Wissen geht jenseits von Beschreibungen, geht jenseits von Sprache. Ein wahres Wissen, also Einstein hat es auch formuliert, er hat gesagt, das ist das Noumenon, das Ding an sich. Also es ist Erkenntnis durch Identität, durch Verschmelzung. Wenn ich zum Beispiel Gott kennen will, wenn ich von Gottverwirklichung rede,
Es ist nicht, weil ich ein Bild von Gott habe, sondern weil ich die Erfahrung mache, dass ich Gott selber bin. Ich mache die lebendige Erfahrung, die so intensiv ist, dass sie unwiderlegbar ist. Und dann weißt du, du bist in diesem Bewusstsein, du weißt, ich kenne es, ich habe diese Erfahrung gemacht, du weißt, dass du die grenzenlose schöpferische Intelligenz selber bist. Und das weißt du mit absoluter Sicherheit. Und du siehst die Schöpfung vor dir und du weißt, dass diese Schöpfung deine Schöpfung ist. Das weißt du. Das ist, du weißt, dass du da warst, bevor irgendeine Schöpfung entstanden ist. Du wirst da sein, wenn alle Schöpfungen längst verschwunden sind. Das ist eine gelebte Erfahrung. Und diese Erfahrung ist, was dein Leben ändert. Deine Selbstwahrnehmung ändert. Es ist, geht weit über Konzepte hinaus, weil es so intensiv ist, dass es lebensverändernd ist. Natürlich. Und das ist. Aber der Prozess ist ja bei jedem Menschen individuell. Das ist ja genau der entscheidende Punkt. Wir können ja nicht. Das ist so gestaltet, dass es für diese Person begreiflich ist. Du wirst, wenn du eine Erfahrung hast von Gottverwirklichung, wirst du das anders erleben als ich. Ja. Aber trotzdem wird es so sein, dass die vom Essenz her, dass es identisch sein wird. Du, wirst wird wirklich, du bist diese Intelligenz. Ja? Du bist diese grenzenlose Intelligenz. Und das, man wird dich foltern können, du wirst das nicht ablegen können, du wirst es einfach wissen, in jede Zelle deines Körpers. Ja. Und das ist der Unterschied zwischen spirituelles Wissen und Wissen, das man von Büchern hat. Ich meine, ich habe das auch, das ist auch sehr wertvoll. Ja, das Wissen über Kosmologie und die ganzen Sachen, die wir da lesen und alles sehr, sehr wertvoll. Aber irgendwann habe ich eine Begegnung gehabt mit der göttlichen Mutter und ganz völlig unerwartet. Und sie hat mir gesagt, du hast, also telepathisch, ja, sie kommuniziert telepathisch, sie hat gesagt, du hast in deinem Kopf laute Konzepte über den Aufbau des Universums, über die eine Hierarchie mit Gott und mit den aufgestiegenen Meistern und Engeln und so weiter. Und sie hat gesagt, das sind nur Konzepte. In meiner Schöpfung gibt es keine Hierarchie. In meiner Schöpfung ist alles gleichermaßen göttlich. Sie hat meine ganzen Konzepte zerschmettert. Ja, sie hat gesagt, der Staub unter deinen Füßen ist genauso göttlich, wie du es bist. Das ist, was spirituelles Wissen tut. Spirituelles Wissen zerschmettert die Konzepte. Was geschieht ist, dass du wirst von diesen ganzen Konzepten und von diesem ganzen Wissen befreit und du bist auch ganz glücklich, weil es nicht mehr gültig ist. Ich habe dir vorher gesagt, was auf uns zukommt jetzt, ist was völlig Neues. Dieses Wissen hier, das ganze Wissen, ist für uns nur bedingt nützlich, weil wenn etwas völlig Neues entsteht, ist das nicht mehr gültig. Die kosmischen Gesetze, von denen du redest, die sind nicht mehr gültig, die werden nicht mehr gültig sein, Hans-Peter. Das Ganze, wir lassen, also es geht darum, dass wir loslassen, dass wir die ganze Vergangenheit, auch das alte Wissen loslassen, sodass wir uns für etwas völlig Neues öffnen können. Es ist natürlich eine Herausforderung, aber es muss getan werden. Es geht darum, dass wir uns leer machen, sodass wir etwas völlig Neues empfangen können. Aber schau mal, wenn ein Glas voll ist, weißt du, mit Wissen, wie will man etwas Neues dazu tun? Ja, ja, aber jetzt muss ich noch eins hinzufügen, ganz kurz. Ja? Schau mal. Die Essenz dessen, was du jetzt bist oder was ihr seid, das gerade jetzt hier vor mir sitzt, hat in ihrem Leben ein paar hundert Bücher gelesen. Sie hat sie gelesen. Hätte sie sie nicht gelesen, würde sie nicht als Essenz dessen, was sie getan hat, jetzt hier und heute sitzen. Das heißt, auch das Lesen dieser Bücher hat dich letztlich dazu geführt, dass du heute da sitzt. Natürlich, natürlich. Genau. Das heißt, die Botschaft soll nicht sein, dass Bücher schlecht sind, weil sie Konzepte enthalten, sondern ich will damit sagen, der Weg für jeden Menschen ist individuell. Ich erlebe auch zum Beispiel bei meinen Büchern, gerade bei dem Jesusbrüderbuch zum Beispiel, dass Menschen auf einmal sagen, sie waren 20 Jahre bei den Zeugen Jehova mit ihrer ganzen Familie, sind ausgestiegen, haben die Welt nicht mehr verstanden, lesen im Bibelkreis abends das Buch, die Jesusbrüder von mir, und sie haben endlich erstmals in ihrem Leben wieder das Gefühl, Gott zu spüren, Gott zu fühlen, mit ihm verbunden zu sein. Das heißt, es geht um Gehhilfen, es geht um Wege und Möglichkeiten, wie wir zu der Essenz,
wie wir zu der Erkenntnis kommen, die du gerade beschrieben hast. Und nicht jedem erschließt sich das jetzt in einer Sekunde von jetzt auf gleich. Oder die Leute fragen sich am Hörer jetzt oder am Telefon, ja, Guillaume, du hast recht. Ihr habt alle so recht. Aber wie? Wie? Und ich kann das nicht von heute auf morgen, kann keiner. Es sind Prozesse, die in einem ablaufen. Der eine, was weiß ich, geht zu einem Ayahuasca und ihm begegnet Gott auf einmal, ja, und ist vollkommen geläutert und geht ganz andere Wege in seinem Leben, hat ein schamanisches Ritual gemacht. Der andere sitzt in einem Seminar vielleicht bei euch und hat seine Erkenntnis seines Lebens. Der dritte liest ein bestimmtes Buch und da ist ein Trigger drin, eine wichtige Erkenntnis für ihn, die für ihn so elementar war und so wichtig war, dass er auf seinen Weg kommt. Und deswegen glaube ich, ist alles so, wie es ist, auch gut. Ja, ich weiß, es gibt auch Bücher, die einen fehlleiten. Die Esoterik ist total unterwandert. Ich weiß das, auch von der satanischen Seite. Viele Literatur, gerade wenn irgendein Autor irgendein Buch schreibt, das von heute auf morgen ein Bestseller ist und man kannte ihn vorher nicht, wäre ich vorsichtig. Ist das Buch bewusst installiert worden? Die ersten 50 Seiten lesen sich gut und dann schleichen sich so die falschen Botschaften an und man versteht es nicht. Man übernimmt es aber unbewusst und entwickelt die falschen Glaubenssätze. Und das ist ganz interessant. Aber es gibt auch wirklich ganz, ganz tolles Werk und ganz, ganz tolle Dinge. Aber es muss sich jedem, glaube ich, in dem individuellen Prozess erschließen. Und wir alle sind dafür da, die diese Dinge anbieten, jeden auf seinem Weg zu unterstützen. Und wenn es sogar manchmal so ist, dass irgendjemand ein Seminar anfängt, bei irgendjemandem, habe ich auch schon oft erlebt, um die Erkenntnis zu gewinnen, dass es nicht das Richtige für ihn war, dann war es aber auch richtig, dass er es gemacht hat, weil die hat er gebraucht, die Erkenntnis. Egal, wie du es drehst. Wir werden alle liebevoll geführt. Genau. Aber darum geht es nicht. Ich meine auch, es war auch richtig, ich habe auch, als ich mein Leben angeschaut habe, mich gefragt, weshalb musste ich diese ganzen Bücher lesen, die ganzen Ausbildungen machen? Oder in deinem Fall, weshalb hast du die ganzen Bücher lesen? Es ist ein Teil von deinem Lebensplan und es ist für dich perfekt. Aber was ich meinte, ist, dass wenn wir von dem Ausstieg reden, was auf uns zukommt, ja, die ganzen Konzepte, die wir haben, über wie der Ausstieg aussehen sollte, was mit uns geschehen wird, wie die Zukunft aussehen wird und so weiter, da müssen wir sehr vorsichtig sein, weil wenn etwas völlig Neues auf uns zukommt, müssen wir einfach akzeptieren, ich habe dasselbe gesehen, dass wir das wirklich nicht wissen. Wie können wir es akzeptieren? Es ist eine ganz simple Antwort. Ja. Vertrauen. Ja. Vertrauen in die göttliche Führung, Gottes Vertrauen wiederentwickeln, und das ist genau das. Und davon hält man uns ja in dem Kollektiv fern, in der Masse, durch die normalen Massenmedien. Und das ist genau das, dass die Menschen dann auch wieder so eine Angst vor der Zukunft entwickeln. Weil diese Szenarien, wie du sie beschrieben hast, von diesen ganzen Filmen, die man heute so sieht, sie nehmen ja zu, sie werden ja nicht weniger. Das ganze Konzept ist ja richtig sichtlich darauf ausgelegt, diese Apokalypse-Szenarien zu entwerfen. Und das ist das Spannende, wieder dieses Vertrauen, das Vertrauen auch zu sich selbst, das Vertrauen in sich und zur Führung zu erhalten, zu sagen, ja, wir werden geführt, wenn wir drauf hören. Und dann ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig zu wissen, was genau kommt denn jetzt und wann kommt es, sondern es wird. Und wir werden es genießen dürfen. Eine Stufe, Hans-Peter. Vertrauen ist sehr, sehr wichtig. Aber irgendwann wird Vertrauen ersetzt durch ein tiefes Wissen. Und dann, ich glaube, du hast dieses Wissen. Du trägst dieses Wissen in deinem Herzen. Irgendwann wissen wir, dass wir liebevoll geführt werden und dass nichts schiefläuft, dass eine göttliche Intelligenz dabei ist, das Ganze zu orchestrieren. Wir gehen dann über Vertrauen hinaus. Es ist wirklich ein Wissen. Und dann kann man sich innerlich entspannen und loslassen und kann sich führen lassen, weil man weiß, dass diese göttliche Intelligenz uns hält und trägt jede Sekunde des Tages. Das erlebst du. Du kennst das, oder? Ja, das kenne ich. Das ist eine weitere Stufe, wo dann tiefes Wissen, ein inneres Wissen, Vertrauen ersetzt. Weil Vertrauen ist sehr notwendig am Anfang. Also, dass man sich öffnet, dass man in einem Bewusstsein von Akzeptanz, in Dankbarkeit da ist und so weiter. Sehr, sehr wichtig. Aber irgendwann haben wir erlebt, wie Vertrauen ersetzt wurde. Und dann ist dann einfach in uns dieses Wissen. Und dieses Wissen natürlich ist wichtig, weil dann bist du wirklich ausgerichtet. Du bist dann sehr, du lässt dich nicht mehr ablenken. Ich habe das jetzt vorausgesetzt. Das absolute Vertrauen ist für mich das Wissen in dem Moment, genau. Ja. Das absolute, das göttliche Vertrauen ist das Wissen, weil es kann nicht anders sein. Das ist unumstößlich für dich.
Genau. Und es gibt dir dann eben die Klarheit. Und für mich hat es auch was mit dem Und die Bewusstsein zu tun. Kraft. Ja. Alles, was man braucht, um diesen Weg zu gehen. Und dann ist eben auch, sind dann die Wunder da in deinem Leben, die sich dann mehr und mehr zeigen. Und das ist dann Genau. eben schön zu sehen, wie dieser göttliche Plan anfängt, sich zu manifestieren. Und da ist dann Dankbarkeit da, da ist Freude da, dann beginnst du auch die guten Dinge des Lebens zu sehen. Die Wunder, wo Gott wirklich schon wirkt. Und das hat natürlich einen Effekt, der eben das Leben dann wieder wunderbar sein lässt und nicht mehr so angstbeladen und manipuliert, wie das eben im Augenblick diese vielen Menschen erleben. Und es ist wichtig, dass wir da hinkommen und dass wir einfach diesem großen Plan anfangen zu dienen, mit den Qualitäten, den Werkzeugen, die wir mitgebracht haben. Also wie wir das sehen, wir wurden lange vorbereitet. Was hier passiert, ist etwas, was noch nie da gewesen ist. Und wir haben uns lange darauf vorbereitet, auf genau diesen Prozess. Wir sind Ja. Aufstiegsspezialisten. Wir haben es so oft schon geübt und umgesetzt. Und die Besten der Besten sind gekommen für diesen Plan, für dieses Projekt. Und jetzt ist die Zeit, wo wir wirklich anfangen, uns zu erinnern, Weißt du, ich wo habe, wir uns zu genau, vernetzen, ja, verbinden, ich habe, aufbauen. ich biete einmal im Jahr immer eine Seminarreihe an, so wie ihr auch Seminare anbietet, die geht 4 Monate und die ist aber nur 14-tägig, weil es ja auch immer persönliche Arbeit auch bedarf zwischen den Seminarterminen. Und da geht es auch um das Manifestieren von Liebe, Glück und Wohlstand. Da gibt es viele Anbieter. Und weißt du, und für mich ist aber der Aspekt in dem Seminar zum Beispiel, es ist einmal im Jahr, ich glaube, jetzt beginnt beim neues Mitte November, habe ich nochmal ein Datum jetzt für dieses Jahr, das ist das erste Mal, ist auch der Aspekt des Glaubens und Vertrauens so ein essentieller Aspekt. Weil wenn du an die Schöpferkraft und den Schöpfer nicht glauben kannst, dann kann er ja auch nicht durch dich fließen. Es ist ja nicht möglich. Wie will ich dann erwarten, dass ich irgendein Buch lese über Manifestationstechnik, brabbel diese Glaubenssätze oder Manifestationsdinger 20 Mal am Tag vor mich hin und wundere mich, dass es am Ende doch nicht funktioniert, weil es nicht aus deiner Schöpferkraft kommt, die du einfach nicht nutzt in diesem Moment, ja? Weil du nicht dieses Vertrauen hast, dieses Wissen, dass es unumstößlich ist. Ja, wenn es zum Wohle aller ist und zu deinem Wohle und niemandem schadet. Und das ist auch ein ganz spannender Effekt. Aber die andere Seite, Freddy, das war auch interessant, der Gedanke kam hier eben, auch wenn die Zuschauer uns das jetzt betrachten und sagen, ja, das ist alles wunderbar, was ihr da erzählt, aber der Alltag, der sieht ja oft ein bisschen anders aus. Ja, und auch du hast Kinder, genau wie ich, ja, Freddy. Und du weißt auch, dass es Momente gibt, in denen auch dieses Irdische, dieses Menschsein natürlich auch einen Faktor hat, wo manchmal auch vielleicht die Nerven mal, ich will nicht sagen blank liegen, aber wo wirklich geprüft werden. Immer wieder und immer wieder. Und So, dass wie siehst du wir das? Ich meine, ich merke das auch immer wieder, dass es manchmal wirklich auch, je nach Alter der Kinder, ja auch Entwicklungsprozesse der Kinder gibt und dass sie einen ja auch austesten und immer wieder wir geprüft werden. Sie sind ja unsere Gurus. Dass wir immer wieder geprüft werden, wie gehe ich mit der Situation um? Ja? Verfalle ich in alte Glaubensmuster, wie wir sie als Kinder erfahren haben zum Teil? Oder gehe ich jetzt anders damit um, weil da fängt schon ja die eigene Transformation an? Also, was wir eben erleben mit meiner Frau zusammen, wenn eine Basis davon Liebe, von Vertrauen, von Mitgefühl, dann kann man auch in einer liebevollen Strenge mal Dinge sagen, die wirklich sehr temperamentvoll sind. Hm. Und wird aber nicht mehr so, also es ist kein Raum dafür Verletzung. Es gibt einen Impuls, der ist in dem Augenblick wichtig für das Kind, weil es so in seiner Welt verloren ist oder so. Und dann ist aber sofort wieder weg. Dann ist die Liebe da. Dann ist die Basis da für Wachstum, für Dankbarkeit, für Freude, für ein Miteinander. Ja. Und das ist ein Effekt, der sich einstellt mit der Bewusstseinsqualität. Darf ich dir Und eine Frage dazu stellen? Macht ihr dabei manchmal auch Fehler? wir sind Menschen. Ja, Wir lernen danke. nicht. Das wollte ich hören. Ich mache die genauso wie jeder andere auch. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft für da draußen. Weil ich habe immer das Erlebnis, dass Menschen, die so diese Interviews von uns hören, wir reden ja von diesen schönen Dingen und von der Entwicklung. Aber es muss auch, so wie wir unseren Kindern auch sagen, wir sind nicht perfekt, wir haben auch Fehler. Und wir dürfen auch nicht perfekt sein. Wir dürfen Fehler haben, weil wir dürfen daraus lernen und uns dadurch weiterentwickeln, alle zusammen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass die Menschen nicht das Gefühl haben da draußen, ich bin nicht so gut, wie ich bin, weil ich mache es ja manchmal anders. Oder ich explodiere vielleicht auch mal oder sag was, was ich hinterher nicht so gut fand. Dann habe ich aber auch die Stärke, mich zu entschuldigen, zum Beispiel ganz liebevoll.
und zu sagen, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass es mir leid tut, bitte verzeih mir, ich liebe dich. Und ich glaube, das sind so diese Prozesse, die bei vielen Menschen da draußen in der Masse wirklich ablaufen, so als Botschaft nochmal, in der Masse ablaufen, die auch immer wieder in uns auch greifen, wo wir alle jetzt in der Zeit der Verwirrung, wie du es gesagt hast, Guillaume, und die trifft viele Menschen, selbst spirituelle Menschen werden immer wieder neu geprüft und neu geprüft und neu geprüft. Und es ist nicht immer einfach, standzuhalten und 100% zu sein, dass man dann auch dazu steht. Deswegen ist es so, dass unsere Co-Workshops, die ersten 20 Wochen, wenn wir mit Menschen arbeiten, hat es mit Spiritualität im Alltag zu tun. Ja, genau. Das heißt, der Fokus ist der Alltag. Wenn Spiritualität mein Verhalten und meine Selbstwahrnehmung und mein Wohlbefinden im Alltag nicht ändern kann, dann ist es nutzlos. Es muss genau. Im Alltag werden. Und darauf wollte ich hinaus. Perfekt, genau. Ist der Schwerpunkt, in den ersten 20 Wochen ein Fundament zu legen, sodass im Alltag ein anderes Bewusstsein da ist, dass die alten emotionalen Ladungen und Traumata und Verletzungen, die alle da sind im Schmerzkörper, dass die alle systematisch abgebaut werden, dass die Menschen sich für eine andere innere Haltung öffnen, sodass ihre Schwingung höher ist, dass sie aufhören, im Opferbewusstsein zu sein, dass sie aufhören, sich gegenseitig zu bekriegen, dass sie sich für Akzeptanz, Selbstakzeptanz und Akzeptanz von ihren Mitmenschen zu öffnen, dass sie wirklich, also auch, dass sie erkennen, dass die Schöpfung perfekt ist und dass nichts schief läuft, weil das ist ein großes Problem bei vielen. Sie wissen nicht, dass sie einen Lebensplan haben. Du hast von Brian Weiss geredet. Also Leute wie Brian Weiss und andere wie Newton haben Menschen zurückgeführt in die Bardo-Phase zwischen zwei Leben. Und da ist es so, dass man sieht, wie die Menschen ihr zukünftiges Leben planen und wie sie die ganzen Herausforderungen, die sie im Leben begegnen werden, wie sie diese Herausforderungen genehmigen. Das heißt also, wenn ich eine Scheidung durchmache oder ein Kind verliere oder eine schwere Krankheit habe, läuft nichts schief, sondern es ist ein Teil von meinem Lebensplan, genauso wie die Bücher, die ich lesen sollte. Das ist alles ein Teil von meinem Lebensplan, sodass ich eine gewisse Entwicklung durchmachen kann. Also nichts läuft schief. Diese Schöpfung ist perfekt. Und das ist, ich meine wirklich, dass eine göttliche Intelligenz ist dabei, das Ganze zu orchestrieren. Und diese göttliche Intelligenz macht keinen Fehler. Ich habe das auch sehen dürfen. Irgendwann wurde es gezeigt. Wir hatten eine Begegnung mit Shiva. Du kennst Shiva, der Gott, ja. Der indische Gott der Zerstörung. Ja. Und er hat um seinen Hals hat er eine große schwarze Schlange, ein Kobra. Und hat diese Schlange in meine Richtung geschickt. Und die Schlange ist meine Wirbelsäule emporgestiegen, bis ihr Kopf in meinem Kopf war. Und dann habe ich die Schöpfung durch ihre Augen gesehen. Und als ich die Schöpfung durch ihre Augen gesehen habe, habe ich gesehen, dass die Schöpfung vollkommen ist. Und dann kam die Botschaft, das Problem ist nicht die Schöpfung, sondern deine Wahrnehmung. Das ist der Punkt. Shiva ist ja für mich auch nicht der Weltenzerstörer, aber das klingt mir so negativ. Für mich ist er der Weltenerneuerer. Der das hinwegfegt, was die Menschheit nicht mehr benötigt und für den Wandel sorgt, so wie Kronos im Europäischen. Ja. Es geht darum, dass die Wahrheit enthüllt wird. Ja? Das ist eine Aufgabe. Wenn du die Wahrheit siehst und wenn du das auch mit Menschen, wenn du Menschen zum Beispiel, wenn wir mit Menschen arbeiten und denen klar machen, nichts läuft schief, nehme an, was du jetzt durchmachst, dann ändert sich ihre innere Haltung, dann fangen sie an, dankbar zu sein für alles, was sie erleben. Und das ist eine Verschiebung in der Verschwingung. Dann erleben sie eine Verschiebung in ihre Grundschwingung und sie sind mehr und mehr also einverstanden mit dem Leben. Weißt du, wir sagen immer wieder, dein Wille geschehe. Ja? Dein Wille geschehe. Aber sobald etwas schief läuft, sobald etwas anders läuft, als wir es haben, dann vergessen wir das sofort. Aber es ist wirklich so, Akzeptanz, wirklich bedingungslose Akzeptanz ist gelebte Hingabe. Wenn ich immer in einem Bewusstsein von Akzeptanz bin, dann lebe ich Hingabe, dann ist es wirklich dein Wille geschehe. Verstehst du? Und das ist so einfach, so grundlegend. Und wenn Menschen sich für sowas öffnen, dann können sie wirklich wachsen. Und das geschieht in den ersten 20 Wochen, vor allem in der zweiten Hälfte, da gehen sie nach innen und öffnen sich für die göttliche Führung.
und bauen eine sehr starke Verbindung auf zu ihrem göttlichen Selbst, sodass sie von innen geführt werden. Und je mehr diese innere Führung da ist, je mehr sie sich von der Tyrannei des Verstandes befreien, je mehr sind sie in Frieden mit sich und mit der Welt. Wobei ich das definitiv, oder von der Definition her oft ein bisschen anders betrachte, mit der Akzeptanz, die Dinge generell zu akzeptieren. Also für mich ist nicht alles vorherbestimmt. Für mich ist es so, dass es einen Seelenplan gibt, aber ich kann mich auch durch meinen freien Willen dagegen entscheiden, ihn nicht leben zu müssen. Dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben. Wenn ich jetzt also morgens aufwache und merke, dass ich mich jede Nacht in meinem Bett, ich übertreibe es mal einfach bewusst und dann mache ein plastisches Beispiel, mich einnässe irgendwann. Und dann, dass ich nicht hingehen und sage, hey, das ist alles gut, so wie es ist, das ist wichtig, das ist meine Erfahrung jetzt. Das ist es, was oftmals daraus dann immer so an Essenz entsteht. Achtung, das ist in meinen Augen zumindest nicht richtig. Es zeigt mir etwas, dass ich die Situation annehme, aber vielleicht durch Reflexion herausfinde, woran liegt, dass Denon es ändern kann. Das heißt, es ist nicht, dass ich alles annehmen muss, so wie es ist, sondern dass ich eine Chance habe, mir etwas gezeigt wird. Punkt. Also Akzeptanz heißt nicht zum Beispiel, ich bin arbeitslos. Genau. Also ich akzeptiere die Tatsache, jetzt zu diesem Zeitpunkt, jetzt bin ich arbeitslos. Das heißt nicht, dass ich dann sage, okay, ich bin arbeitslos, ich bleibe dann mein ganzes Leben. Darauf wollte ich nochmal ganz kurz hinaus, weil es ist ja immer manche interpretieren das ein bisschen anders, ich weiß das. Deswegen wollte ich es nochmal kurz klargestellt haben. Ja. Man kann um still zu bekommen, aber die Tatsache ist, jetzt, in diesem Augenblick, bin ich arbeitslos. Genau. Ich akzeptiere, was jetzt ist. Ich sage es immer in einem Wort. Es ist, wie es ist. Ja, ja, klar. Es ist so, wie es ist. Und das ist, also zum Beispiel, ich habe jetzt Schmerzen. Sagen wir, ich habe Kopfschmerzen. Gut, ich habe jetzt Kopfschmerzen. Das heißt nicht, dass ich ständig mit Kopfschmerzen leben möchte. Also ganz klar. Okay, gut. Ja, es gibt da so ein paar Autoren, die schreiben sowas, ja? Ja, nimm das an. Das ist ganz toll, weil es ist dein Plan, ja? Dass du jetzt jeden Morgen so aufwachst. Nein, ist es nicht. Okay. In einem Bewusstsein von Akzeptanz sind. Wenn wir nicht mehr im Opferbewusstsein sind, wenn wir mehr und mehr das ist wichtig. Können und im Fluss sein können mit dem Leben, wenn wir erkennen, dass die Außenwelt ein Spiegel ist von der Innenwelt, dann ändert sich was. Wenn ich zum Beispiel, ich habe so viele Menschen, die mir sagen, ich habe Probleme mit meinen Mitarbeitern oder mit meinen Vorgesetzten oder mit meinen Nachbarn. Ich werde nicht geschätzt, ich werde nicht geachtet und so weiter. Und dann fragen wir, wie ist es mit Selbstliebe? Wie ist es mit Selbstakzeptanz? Die Außenwelt ist immer ein Spiegel von dem, was du in dir trägst. Wenn du dich selber nicht akzeptierst, werden deine Mitmenschen dich nicht akzeptieren. Und wenn sie anfangen, diese Sachen zu verstehen und wenn sie anfangen, wirklich Selbstliebe zu pflegen und Selbstakzeptanz zu pflegen, dann ändern sich ihre Beziehungen und die Außenwelt wird harmonischer und auf einmal die ganzen Reibereien und Drama, alles was da war, das löst sich dann auf. Das sind so einfache kosmische Gesetze, warum werden die nicht in der Schule unterrichtet, ja? Von den hermetischen Prinzipien bis über viele andere Dinge. Das ist sowas an essentiellem Wissen. Und das ist ja genau die Agenda der anderen Seite. Sie wollen ja nicht, dass wir es lesen. Aber das Geniale ist ja an der jetzigen Zeit. Für das, was uns jetzt an alter Literatur zur Verfügung steht, ob das jetzt zum Beispiel auch das Kybalion ist und was wir alles so finden können, an all dem, was es gibt, bist du noch vor 200 Jahren deines Lebens beraubt worden. Wir dürfen wirklich jetzt wieder frei lesen. Mag man in manchen Ländern, sage ich mal, Beschränkungen haben ohne Ende, aber das ist eine Freiheit. Das Internet, das Lesen und das Selbstreflektieren, das Dazulernen, Seminare besuchen oder auch jetzt solche Videos, wie wir sie produzieren, vor wenigen Jahrzehnten noch undenkbar. Und das beschleunigt auch den Bewusstseinsaufstieg des Kollektivs. Das ist auch ein Teil dessen, dass man wissen, die moderne Technik ist nichts Schlechtes. Wir nutzen sie, man kann ein Brotmesser zum Töten, aber auch zum Brotschneiden benutzen. Wir nutzen sie auf wunderbare Weise, auch für die schönen Dinge des Lebens. Ich finde das Bewusstseinshorizont von einem Menschen zum Beispiel heute, verglichen mit einem Mann oder mit einer Frau im Mittelalter. Ja. Ich meine, im Mittelalter, der Kerl lebt in seinem kleinen Dorf, der ist Analphabet, der verlässt sein Dorf nicht, er weiß, er da kann nicht mal die Bibel lesen, er hört nur, was Jesus sagt, er hört nur, soll was das gehen?
Das war's. Und Wie seine soll der Welt zur ist. Erkenntnis kommen? Das ist ja wirklich schon extrem göttliche Führung, wenn der das schafft. Genau. Also ich meine, wenn man sieht, was sich da geändert hat, wie unser Ziel sich erweitert hat und welche Möglichkeiten heute da sind, dass wir zum Beispiel wirklich in einem globalen Dorf leben, das ist eine enorme Bereicherung. Eine Richtig enorme weg, ja. Bereicherung. Ja, absolut. Ja. Wir haben ja schon fast 1,5 Stunden, Wahnsinn. Wie die Zeit wieder rumgeht, ist unglaublich, gell? Ja. Ja. Ja, wir könnten bestimmt noch 2 Stunden sprechen. Ich sehe das schon so. Es macht wirklich Spaß. Ja, für mich ist es wirklich auch klar, dass wir jetzt wieder lernen dürfen, so für mich abschließend, dass alles wirklich einer Quelle entspringt und dass jetzt die Zeit ist, tatsächlich, in der die Religionen enträtselt werden. Wir enttarnen unglaublich viele Täuschungen. Viele Menschen kommen wieder ins Erkennen und erkennen auch die kosmischen und göttlichen Gesetze wieder. Und das ist ein Prozess. Ich glaube, ich freue mich so riesig, diesen Prozess gemeinsam mit der Menschheit jetzt gehen zu dürfen. Und damit wäre das All-Eins auch erfüllt. Und dahin wird es genau gehen, wie es auch sagt. Denn die göttlichen Gesetzmäßigkeiten, sage ich mal, sind im Kosmos wirklich überall gleich. Und damit kann es eigentlich nur eine einzige gemeinsame Ideologie, eine Lehre geben. Und zwar die eine wahre, die für uns bewusst bisher oft immer verborgen und verzerrt wurde. Und deswegen freuen wir uns umso mehr auf das, was kommt. Etwas Wunderschönes, Unvorstellbares, ja, kommt auf uns zu. So unvorstellbar schön, dass man sich wirklich das nicht vorstellen kann. Ja. Also Ja. etwas öffnen wir uns dafür und danke für das Gespräch, Hans-Peter. Es hat eine Freude, es war wirklich, hat Freude gemacht, mit dir im Austausch zu sein, auch deine Impulse zu hören. Und wir hoffen, dass wir bald auch vielleicht mehr in die Tiefe gehen in anderen Bereichen. Was interessant wäre, wäre zu erklären oder mit unseren Mitmenschen zu teilen, weshalb so wenig Menschen jetzt zurzeit erwachen und was man machen kann und machen sollte, um selber in einem Bewusstsein zu sein, wo man sich für den Aufstieg öffnen kann. Weil da eine gewisse Vorarbeit muss geleistet werden bei vielen von Das ist uns. wohl wahr. Das einzige Problem daran ist immer, dass es die Menschen, die es bräuchten, nicht die sind, die das Video schauen meistens, sondern es schauen die, die im Prozess sind. Aber die bekommen natürlich auch Support und da können es dann teilen, weiterleiten. Also es ist wirklich sehr wichtig, dass wir alle proaktiv werden, dass wir Ja. alle ausgerichtet sind und wirklich alles tun, was wir können, um unseren Weg zu gehen. In die Das ist Selbstverantwortung zu kommen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da können wir alle über den freien Willen Dinge mitgestalten. Also es ist vieles vorherbestimmbar. Wir haben auch viele Möglichkeiten, durch eine klare Absicht, durch einen Fokus auf Liebe, auf Mitgefühl, auf Wahrheit, und eine klare Vision. sehr viel zu verändern und ins Licht zu führen. Das ist ein Weg der Freiheit. Da haben wir selbst Möglichkeiten, die wir nicht unterschätzen sollten. Ja. Ja, das ist wahr. Ja. Ihr Lieben, es Dankeschön. war mir Vielen Dank. eine. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit euch heute zu sprechen und habe mich darauf gefreut. Und wirklich Gottes Segen mit euch und allen da draußen, die zuschauen und seid geschützt, ne? Und behütet. Danke schön. Dankeschön. Danke. Ciao. Ciao.